Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dawson 2 Kappa Mode. So, was mir eben jetzt mal aufgefallen ist, unsere Hungerleiste ist voll und ich habe nichts gegessen. Also, so wie ich das richtig verstanden habe, füllt die auch noch unser Essen auf. Wir haben unendlich Unterwasseratmung. Wir kriegen nun nicht mal mehr Void-Schaden. Also, wenn ich jetzt einmal hier so flupp. Schön hier unten. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist jetzt sowas von gelaufen. Wir kriegen keinen Schaden mehr. So, ich würde aber sagen, wir machen heute. Nein, können wir noch machen. Wobei da die Quest hier. Mobius. Okay, wie heißt das jetzt nochmal? Pseudo-Inversion-Sigil. Gut. Wir brauchen Eisen und Dias. Ne, Moment, wir brauchen Gold-Nuggets. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 Stück, damit wir zwei Barren offiziell craften können. Unstable Ingots. Sehr schön. Loot complete. Angel Ring. Ist, glaube ich, noch so ein Thema, oder? Nö. Eigentlich gar nicht. Na gut, den dringen wir zum. Oh Gott, da braucht man eine Flight Control. Na gut, machen wir was anderes. Ich finde es krass, dass wir hier die Reihe schon so weit fertig haben, aber hier noch nicht mal die freigeschaltet haben. So, ein Advanced Solar Generator. Also momentan sind wir so in der Phase, wir schlachten jetzt nur noch Quests aus. So. Energy Tablet brauchen wir 4 Stück. Ich glaube, da braucht er so einen kleinen Moment, oder? Ja, gut, die Enwich der Läuse dauern. Und die Enwich der Läuse dann nochmal. Machen wir mal 20 Stück. Komm schon, Opa, das klar. Schaffst du, ich glaube an dich. Bin auch momentan so am Überlegen, was ich dann wirklich noch so aufnehmen könnte. Was ist denn das? Also, so ein Artefaktschwert. Advanced Solar Panel. Nehmen wir mal den ganz unten. Quantum Entangler Porter. Also ich bin momentan so ein LP auch noch vorproduzieren nächstes Mal. Okay, den Partition Core. Was brauchen wir? Wir brauchen zwei Ender Diamonds und Atomic Alloy brauchen wir. Gut, machen wir mal so. Dann gucken wir einfach währenddessen schon mal, was wir hier noch brauchen. Den Combiner. Ich bin ein LP momentan am Vorbereiten für die Phase, wenn ich mal sehr, sehr viel weniger Zeit habe zum Aufnehmen. Und ich weiß, das wird ein längeres Projekt. Das kann ich momentan abends mal ein, zwei Folgen aufnehmen. Ist ganz gechillt. Das war
PCB. Oh Gott, das muss ich auch noch machen. Also ein schönes Säurebad. Wobei, können. Das habe ich ja schon abgeschlossen. Das ist der Combiner. Ja, komm, dann schmeißen wir es mal gerade rein. Ich mache mal hier jetzt Rezepte für die Solar Panels. Sowas zum Beispiel. Mesh. Sheen Housing. Hat er die EMC? Ja, hat es. Ach Quatsch. Wobei, komm. Das können wir auch einmal so machen. Copper Coil. Zack. Zack. Und okay, dann einmal so, wir automatisieren wieder so ein paar Sachen. Arbeit. 1, 2, 3, 4. Machine Housing. Dann einmal so. Gut, das haben wir soweit. Da brauchen wir nur noch hierfür ein Rezept. Ich wollte schon gerade gesagt haben, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Und Solar Panel Tier 1. Gut. Dann mache ich hier mal so hier so eine Reihe hin. Crafte mir 1. Detect Sub. Ach, das muss ich selbst craften. Okay. Mirror. Einmal. Housing. Einmal. Und zack. Sehr schön. Loot Chest. Ich schaue jetzt einfach mal alles so weit rein. Solar Panel 2. Das ist jetzt auch ein Crafting Task, oder? Jawohl. Gut, die Solar Panels können wir ja jetzt craften. Drei Stück von denen. Solar Panel 2. So, von den Dreiern. Okay, Moment. Einmal das hier raus. Dann brauchen wir hier oben die Teile. Gut. Ein Mirror plus Lapis. Ergibt. Na? Feiner Sand. Nee, das ging ja anders. Der war aber genauso scheiße. Okay, wobei meiner keinen Sinn ergeben hat, deswegen er scheiße war.
Induction Smelter. So, Solar Panel 2. Ich habe keinen Breath. Komm, weißt du was? Bedien dich. Bedien dich mit Breath. Ich schütte dich gerne damit voll. So. Okay. Können wir jetzt einmal machen. Solar Panel 2. Danke. So, sehr schön. Halt, bevor wir das jetzt machen. Einmal das Rezept bitte. Sehr schön. Währenddessen, wie sieht das mit dem Atomic Alloy aus? Haben wir fertig. Dann können wir einmal den Quantum Knu Kuntam oder so ähnlich. Der Quantum Entangle Porter. Circuit. So, Refined Obsidian habe ich doch. Ach, das sind die Ender Diamonds. Ja, hoppala. Und das Silicon. Das Energized Silicon. So. Und zu guter Letzt brauchen wir nur noch die Ultimate Control Circuits. Quantum Entangler Porter. Sehr schön. Sollten wir noch genug übrig haben für einen Combiner. So. Machen wir hier von Nummer 2. Ein Basic Gas Tank. Steel Ingot. Und jetzt können wir mal gucken. Sind die fertig? Failed PCB. Ach, ich habe schon vergessen. Ja, das muss ich dringend auf Autocraft setzen. Ja gut, machen wir hier fertig. Wobei brauchen wir wirklich so viele Advanced PCBs. Da brauchen wir. Ja, okay, lass mal sein, das machen wir noch Ende. Sehr gut. Dann, wir waren hier drin. Ich glaube, das mache ich sogar offscreen, weil das ist eigentlich nicht so das Spannendste. Dann mache ich jetzt hier erstmal Hammer. Mache ich jetzt hier erstmal Hammer. Warte mal, den. Den haben wir doch. Also, Crafting Task. Hä? Moment. Da muss ich den ja schon einmal gecraftet haben, oder? Oi! Oi! Oi, 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 oi. Claim Reward. Ich stehe mich mal hier in der Runde durch, ne? Ja gut, ne? Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir schon so viel gemacht haben. So, einmal weiter munter durchklicken.
Circuit, kein Thema. Power Stage 2, alles kein Thema. Hier Power Stage 4, auch easy going. Power Stage 5, haben wir locker. Evisceratorr. Stimmt, den haben wir noch gar nicht gemacht. Können wir den machen? Also der braucht zwei Rods. Haben wir. Ja gut, ne? Dann haben wir jetzt hier schon quasi einmal eine komplette Questreihe übersprungen. Oh, wir haben Lambda freigeschaltet. Jawoll! Ey, das geht da ja weiter, das ist unglaublich. Claim Reward. Claim Reward. Claim Reward. Claim Reward. Wir claimen einfach mal hier alles. Ja, 4 Mobs ist easy going. So, zack. Einfach alles claimen. So. Draconic Core, Wyvern Core, Awakened Core muss ich noch. Das ist ein Crafting Task. Moment mal. Da kann aber was nicht stimmen. Weil den haben wir ja wohl gecraftet. Das geht ja nur über Extreme Crafting, genau wie die Rüstung. Gut. Dann werde ich jetzt hier einmal öffentlich. Slash Beko. Admin Edit. Es gibt dann nämlich, also das ist ja jetzt wohl ganz klar, dass das schon fertig ist. Manual complete. Die da, die da. Dann, dann, dann. So. Damit haben wir jetzt aber einmal öffentlich gezeigt, was wir haben. So, sehr schön. Der Chaos Guardian. Ist das lustig? Welchen Kurs? Ja, die kann man mal gerade machen. Ach du Scheiße. Glaube, die werde ich offscreen öffnen und wenn da irgendwas Gutes drin ist, werde ich das zeigen. Wyvern. Machen wir einmal gerade so. So, zack. Zack. Eins, zwei. Sehr schön. 4 Chaotic kostet super. Okay, das werden. Also hier werden wir den Chaos Guardian für töten, dafür auch und dafür auch. Ey. Mu. Alter, wir klären einfach mal über heute alles. Ja, die ganze Extreme Crafting-Kacke. So. Ich weiß, habe ich gerade rausgeholt. Neutronium Nuggets. Aha. Aha. Okay, einmal durchschleppen. Alter. Ich werde das echt offscreen öffnen. Dann einmal. Ich glaube, das zeige ich einmal, was wir da drin haben. Wisst ihr was? Ich beende jetzt hier die Folge. Ich claim das einmal alles, mache das alles fertig und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.